Bei einer Explosion auf einem Ölfeld im Emsland sind 4 Arbeiter schwer verletzt worden. Die Männer befanden sich am Dienstagabend unmittelbar an einem Bohrloch, als offenbar ausweichendes Gas explodierte und ein Brand ausbrach. Sie wurden zunächst in umliegende Krankenhäuser gebracht und später in Spezialkliniken in Norddeutschland und dem Ruhrgebiet geflogen. Die Männer waren mit Wartungsarbeiten beschäftigt, 3 weitere Kollegen blieben unverletzt. Trotz eines Großeinsatzes konnte die Feuerwehr den Brand an dem Bohrloch in Geeste nördlich von Lingen erst am Mittwochmorgen löschen. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.